Καλησπέρα. All primary systems online. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Aha, okay, also, wenn ich jetzt mal ganz kurz darf. Guten Abend, meine lieben Freunde. Kalispera, habe ich ja schon gesagt. Mehr durfte ich aber nicht. Damit das Spiel wieder unterbrochen. So, unglaublich. Ich bin schon fertig mit den Nerven, es geht schon wieder los. Dunkel, ich hasse es dunkel. Wo ist denn unser Scheinwerfer hier? So. Unfassbar. Ja, seid mal wieder recht herzlich gegrüßt zu einer kleinen, feinen Aufnahmerunde von Subnautica. Dieses Mal nicht mehr im Early Access, sondern die Release-Version. Kam ja vor ein paar Tagen raus, so Ende Januar, jetzt am Anfang Februar. Ja, wir sind gespannt. Ich denke, auch viel hat sich ja nicht geändert, wollte ich gerade sagen. Genauso wenig wie meine Fähigkeit, das Spiel zu spielen. So. Ja, trotzdem schauen wir mal, was noch alles dazu kam. Wie ihr merkt, ich bin wieder total vorbereitet. Ne? Also, ich habe so überhaupt keine Ahnung, was ich denn mache. Und trotzdem werde ich versuchen, das Ganze jetzt strukturierter anzugehen. So, in diesem Sinne, wir werden erstmal was trinken. Was haben wir denn? Haben wir Strahlenschutzanzug? Wir haben gar kein zurückgewonnenes Wasser mehr. Das ist ja schade. Das heißt, den legen wir uns erstmal wieder ab. Seek fluid intake immediately. Davon spreche ich doch gerade. Meine Worte. Meine Worte. So, haben wir mehr Luft. Und wir bekommen... Ach, das snappt jetzt hier so fest, okay. Stillsuit equipped and capturing body moisture to chemically neutralize. Wir müssen trotzdem was trinken. Odors in bodily fluids before re-ingestion. Please press the activation button in the next 3 seconds. Nein, mache ich nicht. You have chosen not to activate chemical taste neutralization. Thank you and have a nice day. Hier, oh Gott, ich da schon. Behälter wechseln. Essen. Vital signs stabilizing. Das wäre so meine erste Bitte für einen ersten Bugfix, dass man das umbenennt in trinken, nicht essen. Wasser trinken. So, hier haben wir nur vor dem Niveau mal wieder. Schauen wir mal. Und dann nehmen wir nochmal so eine Flasche zu uns. Nein. So. Perfekt. Was wollen wir denn noch alles machen? Wir nehmen den Anzug mal wieder hier rein. Jawohl. Der Rest bleibt bei uns. Wir haben Glas, Titan, Gold. Will ich das einlagern? Ich glaube, ich möchte das einlagern. Hier ist alles voll. Hier auch. Okay, wir haben unseren Mehrzweckraum. Damit befassen wir uns jetzt auch schon mal. Ich hoffe, die Sonne geht gleich auf. So, wir laufen mal vielleicht ein bisschen schneller zu unserem Mehrzweckraum. Ja, ich würde halt gerne wirklich... Genau, ich glaube, da waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich würde gerne an den gegenüberliegenden Seiten wirklich immer Fenster anbringen. Zwei sind mir zu wenig. Komm. Wenn ich jetzt hier ein Fenster anbringen möchte, habe ich das Material dabei? Habe ich. Hülle ist noch stabil. Sehr schön. Machen wir das Ganze doch hier auch. So, und so belassen wir es jetzt einfach. Ohne irgendwie lange drüber nachzudenken. Wir haben einen hoffentlich tollen Ausblick. Naja, ob der so toll ist, wird sich noch zeigen. Wir haben auf jeden Fall einen Ausblick. So, wir können auch Scheinwerfer anbringen. Okay, was machen wir denn jetzt hier? Was haben wir denn hier? Sonstiges, was haben wir denn da bekommen? Kommandostuhl. Herrlich. Und ein Schreibtisch. Das müssen wir natürlich bauen. Die Frage ist, bauen wir das hier? Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Habe ich hier was nicht fertiggestellt? Ein Glassegment.
Ein Glasdurchgang. Ah ja, es wird langsam wieder Tag. Sehr schön, dann können wir das Ganze gleich mal von außen anschauen. Stimmt, hier wollten wir ja unser, wie heißt denn der Raum? Hier der Scannerraum. Scannerraum wollten wir hier anbringen. Nicht das Observatorium. Das können wir... Ach man. Also ich liebe ja die Farben. Absolut von Subnautica. Schaut euch das mal an. Ein Traum, oder? Da möchte man gar nicht so weit nach unten in die Tiefen der Meere, weil dann einfach dieser Effekt entfällt und die Sonne aufgeht und es so durchscheint, so grün-bläulich rüberkommt. Ein Traum. Wirklich genial. So, jetzt kommen wir durch die Fenster hier schauen. Haben wir hier schon einen Mehrzweckrahmen draufgesetzt? Hier können wir einen draufsetzen, genau, oder zwei. Ja, das machen wir. Das kommt bestimmt genial. Ach, schaut euch das mal an. Gut, hier gibt es jetzt nicht so viel Schönes zu sehen. Bisschen Gemüse. Ja. Aber trotzdem. Sehr, sehr nett. Komm, wir setzen da noch einen drauf. Das machen wir jetzt einfach. Haben wir so viel Titan? Was brauchen wir denn für mehr Zweck? Ich glaube nur Titan, ne? 6 Stück, komm. Knallen wir einfach nochmal einen drauf. Es gibt natürlich dann auch wieder ein bisschen Platz. In unseren Schränken. So, 1, 2, 3. Komm, wir nehmen einfach mal ein paar mit. Müssen wieder Fische sammeln später. Machen wir alles. Jetzt gehen wir auch schon mal hier raus. Welcome aboard, Captain. Bitte was? An Bord in der tiefen See, oder? Wie darf ich das jetzt verstehen? Wo ist denn jetzt dieser tolle Vulkan? Wegen dem wir eigentlich hier sind. Er müsste hier sein, ja, genau. So. Gut. Aber die Basis hier mache ich gar nicht so groß. Vielleicht finden wir noch einen besseren Standpunkt. Trotzdem. Vielleicht. Was war das? Wenn jetzt irgend so ein Viech kommt und mich nervt, dann ist was los. Ich habe die Kopfhörer voll auf. Dann kriege ich wieder einen Herzinfarkt. So. Ah, es reicht noch nicht. Nee, es reicht noch nicht. Wir müssen nochmal einen draufsetzen. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Platz. Ja, genau. Dann machen wir Mitte. Und so machen wir das. Ich hoffe, es hält noch alles stand. Jawohl, natürlich. Jetzt setzen wir nochmal einen drauf. Huch. Es fällt Titan. Wie kann das passieren? Wir sind der Eingang hier, ne? Jetzt geht mir das Titan langsam aus. Finde ich irgendwo gut, dann haben wir wieder Platz. So, jetzt schauen wir gerade mal. Ob wir überhaupt schon durchkommen? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Dann müssen wir jetzt ja eigentlich hier noch eine Leiter anbringen, soweit ich das weiß. Dann kann ich aber hier nichts in der Mitte platzieren. Möchte ich das? Was können wir denn hier platzieren in der Mitte? Eine Leiter könnte ich hier anbringen, ne? Klar. Oder hier an der Seite. Ah ja, hier geht's auch. Ah, okay. Alles klar. Das ist schon mal gut zu wissen, dass es auch an der Seite geht. Lebensform Zuchtbehälter. Nice. An den können wir nur in der Mitte platzieren. Dann machen wir den auch in die mittlere Etage, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Was können wir denn noch? Gut. So ein Topf hier. Das können wir natürlich auch überall platzieren. Aquarium auch überall. Das geht auch überall. Außenbeetkasten. Ja, der wird nur außen gehen. Wo haben wir denn das Aquarium jetzt eigentlich hergehabt? Das war hier, ne? Quatsch, dieser Kernreaktor. Den kann ich hier natürlich. Bioreaktor auch nicht. Schott. Hey, ist hier irgendwo? Müsste doch hier irgendwo gehen, oder?
Ah ja, ich habe es nur nicht richtig angeklickt. Ach, das verriegelt und sorgt für Integrität. Das kann man doch hier dran machen, oder? Das soll doch cool aussehen hier so. Komm, hier, hier so. Ach, hier geht's nicht, sondern nur hier. Sollen wir mal eins anbringen? Spaß ist aber. Warum nicht kommen? Silikongummi. Komme ich hier nicht mehr durch? Silikongummi, haben wir das? Wir schaffen Platz. Hey, Klubscher, alles klar mit dir? Das ist ja schön. Ah, das gefällt mir. Warum könnte der ganze Planet nicht einfach so friedlich sein? Das war so schön. So, öffnen. Plus 3. Ja, mega. Finde ich cool jetzt. So, können wir hier rein. Machen wir Schott wieder zu. Cool. Gefällt mir. Okay, ich würde sagen, mache ich hier in der Seite, mache ich die Leiter rein. Ja. So. Kann ich die auch irgendwie drehen? Ja, das Mausrad, rechte Maustasche, nee, geht nicht, ne? Hier in der Mitte konnte man sie drehen. Auch nicht. Also komm, einfach anbringen. So, dann gehen wir nach oben. Ach, schade, dass es da keine Animation gibt. So, okay, das funktioniert jetzt schon mal. Mir geht es hier einfach nach oben. Da daneben könnte man mit Sicherheit... Wo haben wir sie? Ein Wandspind. So, der geht auf jeden Fall immer. Ja, selbst... Na, komm. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen doof. Genau, die platzieren wir vor dem Fenster. Ich guck hier. Warum geht der jetzt hier nicht? Okay, dann machen wir halt hier bei der Leiter. So, das geht. Aber hier wegen der Leiter geht's nicht, ne? Das ist kein Problem. Komm. Wandspind. Machen wir hier dran. So, auf jeden Fall auf der zweiten Etage, hätte ich mal so behauptet. Machen wir... Glas und Titan. Bietet optimale Bedingungen für Tiere und Pflanzen zum Betreten. Eine Luke hinzufügen. Ach, da können wir dann rein. Vermehren die sich dann da drin? Haben wir dann immer Nachschub? Nie wieder Hunger und Durst? Seine eigene Zucht? Wir werden es herausfinden. Okay. So, ich bin immer so unentschlossen. Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Also hier haben wir die Aussicht. Da möchte ich jetzt natürlich nichts anbringen. Hier. So. Zweite Ebene. Ja, genau. Jetzt machen wir als erstes nochmal. Wer das einfach gerne sehen möchte, wie das aussieht. Ich hole nochmal Titan. Ich hoffe, wir haben noch genügend. Ansonsten gehen wir mal kurz nach draußen. Ich glaube, 6 Stück brauchen wir. Das reicht nicht mehr. Wir haben nur noch 5. Ich lasse schon mal das Kupfererz da. Ah, Silikongummi lasse ich auch da. Haben wir hier noch welches drin? Jawohl, nehmen wir mit. Dann reicht es auf jeden Fall. So. Das hier rausragt. Ne, aber so gefällt mir das. Kann man denn jetzt hier irgendwie auch eine Luke anbringen? Geht das? Und dann die Luke.
Ah, schade, das wäre cool gewesen, wenn man hier unten eine Luke anbringt. Aber hier an der Seite. Hier können wir eine anbringen. Naja, aber das sieht dann doof aus. Unten hätte es mir gefallen. Vertikale Verbindung geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne. Die kann man nur direkt stacken. Das geht natürlich, ganz klar. Ja auch, dann lassen wir das mal. Gehen wir hier rein. Die Leiter braucht ja, glaube ich, nicht viel. Das haben wir noch. Hier kann man sich langsam verlaufen. So, zweite Etage. Lassen wir es gerade hier an der Seite, oder? Ne, geht gar nicht. Müssen wir die Seite wechseln. Ha! Was? Wieso geht es jetzt nicht? Habe ich den jetzt falsch platziert, den Mehrzweckraum? Bin ich ein bisschen irritiert. Weiß ich da ein schief gelaufen? Gar nicht fertig, das. Der zweite war nicht fertig. Das sah aber fertig aus und ich konnte ihn ja betreten. Na gut, egal. Jetzt ist es auf jeden Fall fertig. So. Schade, dass man sich nicht ducken kann. Hat man mehr gesehen. So, jetzt aber hier hoch. Eine Leiter, jetzt müsste es auch hier gehen. Ja, natürlich, geht. Komm, machen wir es an die gleiche Stelle. Feld der Titan. Unterklettern. So. Ich hoffe, wir haben noch einen Titan. Habe ich das Glas rein? Das Glas brauche ich doch. Ja, ich habe das Glas rein. Das nehmen wir wieder mit. Zwei Stück. Oh, bitte lass uns noch einen Titan haben. Nur eins. Nein! Hier vielleicht. Die letzte Hoffnung. Ja, jede Menge. So, null Problem. Ja, der. Mein ganzes Gameplay ist ein Problem. So, ab nach oben. Und jetzt bauen wir die Leiter hier fort. Ja, doch, ist in Ordnung, so wie das übergeht. Okay, und jetzt hätte ich gerne. Ja, wo mache ich jetzt das Fenster hin? Auch wieder schräg oder hier so gerade? Ich kann es ja. Ich mach mal einfach zum Test. Ich krieg das Material wieder. Was? Wie jetzt? Ich dachte, ich bin. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich irritiert. Mehr Mehrzweckräume, als ich denke, dass ich die habe. Ja, mega. Ist vielleicht nicht der schönste Ausblick jetzt. Aber wieso habe ich jetzt so viele Ebenen? Das kann ich hier runter. Eins, zwei, drei. Das heißt, ich habe vier Mehrzweckräume. Ehrlich? Muss ich mir nochmal anschauen. Eins, zwei, Tatsache, drei, vier. Der vierte schaut raus, okay. Gut, hier sieht man natürlich nichts. Also, nichts Interessantes, sagen wir mal so. Ne, egal, passt aber. Bäh. Gemüse, ich hasse es, da gibt es diese komische Viecher, die sich an einem festsaugen da. Okay, was machen wir jetzt? Erstmal Batterien wechseln wieder. Da habe ich jetzt genau falsch platziert. Okay, das kann man wechseln. Nein, da geht es ja nicht rein. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Glas. Und